Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Black Friday, Schnäppchenjäger auf der Jagd nach Betrug. Am Black Friday gehen viele Verbraucher auf Schnäppchenjagd. Dabei landen sie im Internet, jedoch schnell bei einem Fake-Shop. Die Polizei und die Verbraucherzentrale warnen vor Betrugsmaschen. Schnäppchentage wie Black Friday und Cyber Monday sind ja immer wieder das Ziel von Betrug, warnt die Polizei und Verbraucherschutzgruppen vor gefälschten Shops im Internet. Diese seien auf den ersten Blick schwer zu erkennen, da sie professionell wirken und viele Informationen wie ein Impressum, Geschäftsbedingungen und Kontaktmöglichkeiten enthielten, teilt die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt mit. Zunahme von Spam und Phishing um 20% gestiegen. Sämtliche Anbieter sollten sorgfältig überprüft werden, bevor eine Bestellung abgegeben wird. Auch die E-Mail-Anbieter GMX und Web.de erklärten, während der Rabatttage herrschen im Netz Hochsaison für Schnäppchenjäger. Und das nutzen viele Kriminelle skrupellose aus. Die Anbieter verzeichneten derzeit nach eigenen Angaben einen prozentigen Anstieg von Spam- und Phishing-Angriffen um rund 20%. Eine beliebte Masche sei das Versenden betrügerischer E-Mails, die den Online-Benachrichtigungen der Paketdienste DHL, DPD, UPS oder Hermes zum Verwechseln ähnlich aussehen. Darin werden Betroffene aufgefordert, Zahlungen zur Begleichung angeblicher Versandkosten zu leisten. Die Betrüger stahlen auch die Online-Banking-Anmeldedaten oder zum Beispiel auch PayPal-Konten ihrer Opfer. Gefälschte Gutscheine mit Konsequenzen. Außerdem warnten die Anbieter vor gefälschten Gutscheinen für Plattformen wie Amazon oder Zalando. Ein Link führt dann zu gefälschten Seiten, die genauso aussehen wie die echten Online-Shops. Wer dort seine Anmeldung tätigt, stellt den Betrügern seine Daten zur Verfügung, die sie verwenden können, um am Ende das Konto des Kunden zum Einkaufen zu benutzen. Spam und Phishing funktionieren besonders gut, wenn ihre Opfer unter Druck stehen, erklärte GMX und Web.de. Wer eine E-Mail mit einem richtig günstigen Angebot bekommt, schaue vielleicht nicht so genau hin oder werde unvorsichtig. Der Black Friday findet jedes Jahr an einem Freitag statt, der Cyber Monday am darauffolgenden Montag. Schon in den Tagen davor locken Online-Händler mit Angeboten. Und hier nutzen eben auch viele Betrüger diese E-Mails und bauen sie nach, um dann die Kunden auf letztendlich die gefakten Phishing-Webseiten zu locken, um an eure Daten zu gelangen. Der Black Friday ist ein Tag, an dem Verbraucher auf Schnäppchenjagd gehen. Es ist ein Tag, an dem die Preise von Produkten und Dienstleistungen mit großen Rabatten reduziert werden. Auch in diesem Jahr ist der Black Friday nicht nur ein Tag der Freude und der Schnäppchenjagd, die Polizei und die Verbraucherzentralen warnen vor Betrugsmaschen. Der Black Friday ist ein Tag, an dem viele Verbraucher auf Schnäppchenjagd gehen. Viele Online-Shops bieten große Rabatte und Schnäppchen an. Doch leider versuchen auch Betrüger, sich dieses Einkaufserlebnis zunutze zu machen. Betrüger nutzen den Black Friday, um Fake-Shops einzurichten, die echte Produkte zu unschlagbar günstigen Preisen anbieten. Die Kunden glauben, ein echtes Schnäppchen gemacht zu haben, aber in Wirklichkeit bezahlen sie für ein Produkt, das niemals geliefert wird. Daher empfehlen die Polizei und die Verbraucherzentrale, dass Verbraucher vorsichtig sein sollen, wenn sie am Black Friday einkaufen. Sie sollten sich auf vertrauenswürdige Anbieter beschränken und günstige Angebote kritisch prüfen. Auch wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, sollten Verbraucher ihren gesunden Menschenverstand benutzen und sich nicht von einem scheinbar günstigen Preis verblenden lassen. Außerdem sollten Verbraucher die folgenden Tipps beachten, um zu verhindern, dass sie am Black Friday betrogen werden.
vergleicht den Preis des Produkts im Internet mit dem Preis in lokalen Geschäften. Wenn ein Produkt im Internet viel günstiger als in einem lokalen Geschäft angeboten wird, ist es wahrscheinlich, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Überprüfe die Webseite des Online-Shops sorgfältig. Ihr solltet darauf achten, wie zum Beispiel auf Details wie Kontaktinformationen und die URL, also die Internetadresse, die oben in eurem Browser steht. Wenn die Webseite nur wenig Informationen enthält oder die URL ungewöhnlich ist, kann es sich um einen Fake-Shop handeln. Definitiv sollte allerdings der Shop-Name auch in der URL stehen, also shop.de. Dann sollte auch die URL genauso heißen, wie das Logo eben letztendlich von der Webseite eben darbietet. Heißt die Webseite aber ganz anders, wie zum Beispiel Shop12, dann ist da schon irgendwas komisch dran. Verwendet grundsätzlich nur Zahlungsmethoden, bei denen ihr den Kaufpreis zurückfordern könnt, wenn das Produkt nicht geliefert wird. Wie zum Beispiel bei einer Kreditkarte oder das Lastschriftverfahren, also ihr lasst über SEPA von eurem Konto direkt abbuchen. PayPal könnte hier auch eine Alternative sein. Vermeide die Verwendung von Kreditkarten auf Webseiten, die keine sichere Verbindung bieten, also oben im Browser kein grünes Schloss zu sehen ist, beziehungsweise dieses HTTPS fehlt und nur HTTP steht. Dann ist die Verbindung nicht verschlüsselt und hier sollten definitiv keine Login- oder Kreditkartendaten eingegeben werden. In diesem Fall sollte man PayPal auch nicht benutzen und grundsätzlich eigentlich eher den ganzen Shop meiden. Wenn du ein Produkt online bestellst, solltest du dich über die Rückgabebedingungen des Online-Shops informieren, um sicherzustellen, dass du dein Geld zurückbekommst, wenn das Produkt nicht geliefert wird, aus welchem Grund auch immer. Der Black Friday ist eine großartige Gelegenheit, um nach Schnäppchen zu suchen. Doch Verbraucher müssen vorsichtig sein, um Betrug zu vermeiden. Indem ihr die genannten Tipps beachtet, könnt ihr sicherstellen, dass ihr am Black Friday nicht betrogen werdet. Grundsätzlich empfiehlt sich immer Obacht im Internet. Natürlich nicht nur beim Black Friday oder Cyber Monday oder, naja, ihr wisst ja Bescheid, diese ganzen Rabattaktionen gehen ja meistens schon mittlerweile über 14 Tage, um dann dem Käufer legal das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil viele bei Angeboten natürlich gierig werden. Doch grundsätzlich ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, sich die Informationen von einem Produkt einfach mal auf der Webseite rauszusuchen, also im Online-Shop, und dann vielleicht einfach mal einen Familienausflug in den nächsten Elektronikladen um die Ecke zu tätigen. Denn ich glaube, das tut unserer Wirtschaft definitiv nichts Gutes, wenn wir ausschließlich nur im Internet bestellen. Den Black Friday und Cyber Monday gibt es mittlerweile ganz, ganz oft auch in vielen Geschäften. Den Black Friday auf jeden Fall. Oftmals auch schon die ganze Woche vorher. Von daher, macht einfach mal einen kleinen Einkaufsbummel und löst euch aus der digitalen Welt. Denn in einem echten Geschäft ist der Betrug vielleicht auch möglich, aber nicht mehr so wahrscheinlich wie im Internet. Im Internet muss man demjenigen hinter die Stirn gucken können, was einfach technisch nicht möglich ist, und ihr seid einfach chancenlos. Man kann jederzeit auf einen Fake-Shop reinfallen, ohne dass man es gedacht hätte. Die Mittel, wie man eine Webseite erstellt, sind heutzutage teilweise kostenlos und für jeden erreichbar. Das ist definitiv nichts Schlechtes. Aber es wird halt sehr gerne für schlechte Methoden benutzt, um euch eben um euer Geld zu betrügen. Und damit euch sowas nicht passiert, abonniert gerne den Kanal, am besten mit Glocke, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch auf irgendeine Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es solche Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können, und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf irgendetwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Den Abo-Button, den kennt ihr ja alle, der befindet sich direkt unter dem Video. Am besten klickt ihr gleich die Glocke dazu mit an, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal hier gibt.
Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.